Ich würde sagen, wir holen uns mal von hinten so ein Auto. Ja, außer Roman ruft uns wieder an und will irgendwas von uns. Hey Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Ja, genau. Werde ich auch auf jeden Fall nicht tun. Muss ich mal gucken, was ich jetzt demnächst mache. Das Auto ist natürlich auch wieder gesperrt, ist ja klar. Also abgeschlossen, ne? Nicht gesperrt unbedingt. Dass die Leute immer ihre Autos abschließen, das kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Und sowas geht auf jeden Fall nicht. Bye-bye. Mal gucken, was da gerade läuft. Ich würde auch sagen, wir gehen wieder mal pennen, weil bei Nachtfahren ist natürlich immer ein bisschen scheiße. Obwohl, Michelle, mal gucken, was die jetzt von uns will. Mhm, ja, genau. I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. Okay, dann würde ich sagen, holen wir die. Upsala, dann holen wir die doch jetzt mal ab. Kommt, das brauchen wir auch nicht mehr. Dann. Upsala. Also, Mary wird uns da oben gleich angezeigt und jetzt benutzen wir mal unser geiles Navi. So, geht ja mit Navi alles einfach, obwohl wir nur geradeaus fahren müssen. Und dann driven wir hier so, yay, voll krass konkret und so. Naja. Egal, jetzt hat die auf jeden Fall ein Date mit uns, nur weil wir uns neue Schuhe gekauft haben, ist natürlich super. Wenn das so einfach ginge, dann wäre ich schon lange Millionär. Genau, Millionär macht natürlich auch sehr viel Sinn, entweder Milliardär oder Millionär, aber egal. What the fuck? Also die Laterne steht auf jeden Fall mal fest. Das muss ich schon sagen. Eigentlich dachte ich, ich könnte die jetzt einfach so umfahren. So, ich weiß ja nicht, wer wollte uns gerade anrufen. Wenn es was Wichtiges war, wird er nochmal versuchen, denke ich mal. So, komm. Und dann holen wir sie direkt vor der Tür ab, würde ich sagen. So, zack. Na los, komm, First Date. Hau rein. Bei einem Imbiss-Teil da, also beim Fast Food Restaurant. Ach, der fette Sack. Den werden wir später auch noch kennenlernen. Ich glaube zumindest, dass das der war. Kann ich ja jetzt schon mal spoilern. Ist ja scheißegal, wer das ist. Also ihr wisst ja noch nicht, wer es ist, aber egal. Ja, genau, kenne ich doch alles. Moment, weg damit. So. Los, jetzt nicht so lange laden. Da haben wir sie doch. Jetzt komm raus. Coming. Komm hier raus, ich will dich mitnehmen. Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Oha. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. But everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? You look good. Oh, thanks. Yeah. Beste Ausrede? I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, fun fair. Yeah, great! Let's go! Love the fun fair! Actually, we call it, carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo! Ja, genau. Jetzt fahren wir auf jeden Fall zum Vergnügungspark, beziehungsweise Jahrmarkt, wie es unser Nico nennt. Legst dir ja auch alles in den Untertiteln, falls ihr die lesen könnt oder so. So Michelle, aber denke ich ja schon. What do you like to do? What do you like to do? Come on, I asked you first. I like to keep active, I guess. Sports, working out, things like that. I'd like to know about you though. See the places you hang out. Ist noch ganz. Maybe another time. Ja, also ich meinte jetzt mit, falls ihr das lesen könnt natürlich, ihr könnt bestimmt lesen, aber ist natürlich nicht immer so einfach, sowas zu lesen, wenn man einen relativ kleinen Bildschirm hat. Upsala, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ich
fahre, sobald ich GTA spiele, wie eine angestochene Wildsau. Aber egal, sieht man ja. Und ich sagte schon, driften geht hier überhaupt nicht. Das Auto driftet aber irgendwie von alleine, das finde ich relativ doof. Naja. Und jetzt auf zum Jahrmarkt! Komm schon! Den fahren wir noch um! Ach nee, doch nicht, schade. I don't know if it would pass safety regulations anyway. There's a bowling alley over on the boardwalk. Why don't we play a few frames? Cool. Okay. Let's go bowling then. Dann gehen wir bowlen. Mal gucken. Ich glaube, das ist doch hier. Genau, dann fahren wir da nämlich gleich hin. Und zwar einen etwas anderen Weg. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere. Where? Oh, the Midwest. You probably know more people here than me. More assholes, maybe. Hm. Pull. Komm schon, rein da! Mach doch auf! Mann, warum geht denn nur eine Tür auf? Was eh umbauen? Genau. Ja, okay. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal bowlen. Und jetzt kommt hier natürlich, ne? Ja, nein, ich bin nicht gut in Bowling. A und D. So. Mal gucken, jetzt werde ich bestimmt, total failen und so. Mal gucken. Ja, sag ich doch, ich werde total failen. Ja, das ist immer so, wenn ich bowlen gehe. Oh, die kannst du jetzt theoretisch schon gar nicht mehr treffen. Mal gucken, vielleicht kriege ich es ja doch hin. Das versuche ich jetzt, mal gucken. Ja, da vielleicht von hier aus. Bam! Oh. Ja, das hat super funktioniert. Das, 100 Punkte. Auf jeden Fall. Mal gucken, ich würde sagen, wollen wir uns angucken, wie die so spielt. Eigentlich habe ich darauf jetzt keinen Bock. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Ich meine, selber spielen müssen wir ja. Ich gehe jetzt mal nur einen Schritt nach links, vielleicht nützt das was. Also selber spielen müssen wir ja leider, aber wir müssen uns ja nicht angucken, was die so für Scheiße baut. Okay, dann gehen wir ja ab jetzt nur ein... ja, wie ein Engel, genau. Also dann gehen wir jetzt halt nur einen Schritt zur Seite. Warum... Mann, warum wirft ihr denn immer da rein? Kann der denn nicht werfen? Halt die Fresse. Jetzt regt er sich auf, weil er zu doof ist. Genau. Ich will mir das doch gar nicht angucken. Ehrlich gesagt, habe ich gar keine Lust so da drauf. Ich muss nochmal kurz... Bam! Ich weiß ja nicht, wie man das am besten macht, sodass halt alle umfallen. Auf jeden Fall kriege ich es gerade nicht so wirklich gut hin. Eigentlich will ich ja gar nicht so langweilige Sachen wie bowlen machen, weil man kann hier wirklich so viel erleben und wir gehen natürlich erstmal bowlen. Das ist natürlich super. Irgendwie kann man das auch mit seiner Maus steuern, aber auf jeden Fall ist es so, bei mir funktioniert es auf keinen Fall. Wenn ich nämlich nach links meine Maus so ein bisschen nach links halt schiebe, dann wirft er nach rechts und wenn ich sie nach rechts schiebe, dann wirft er geradeaus. Also ist das ja anscheinend scheißegal, wie man seine Maus bewegt. Sag ich doch. Eben gerade, als wir das so gemacht haben, ging es genauso. Und dann bleibe ich jetzt mal in der Mitte stehen, vielleicht treffen wir ja den einen Pin noch. Bam. Na, was habe ich gesagt? Sag ich doch. Den treffen wir noch. So, komm. Hau rein. Ich will nicht auf dich warten. Was, die ist besser als wir? Dann brauchen wir jetzt aber auf jeden Fall mal... Kann ich nicht doch hier noch irgendwie so was lenken? Oh, das war jetzt mal was sehr Gutes. Also man kann doch lenken, aber anscheinend war das jetzt ein bisschen zu extrem gelenkt. So vielleicht? Komm schon. Ich will auch nicht gegen meine Freundin oder so verlieren. Falls sie schon meine Freundin ist. Falls sie sich schon als so eine fühlt. Aber ich glaube ja nicht. Auf jeden Fall das mit dem Lenken hier von diesen Bällen kriege ich noch nicht so gut hin. Naja, okay. Das war jetzt natürlich ein Glückstreffer. Eigentlich fliegen die Bälle hier ja, wie sie wollen, wie man eventuell schon gemerkt hat. Los, hau rein. Auf die Plätze, fertig, los, yay! Überspringen. Na, wir haben doch noch gewonnen, ganz knapp. Ungefähr 20 Punkte. Also nicht ungefähr, sondern sogar, naja. Ich will aber gar nicht Eingabe drücken. Geht's noch? Ach nee, doch nicht. Ja, ich springe nicht nach Hause. Ich dachte jetzt schon, wir wollen dann noch ein Spiel spielen, aber... Ja. Wenn die mir nicht andauernd dazwischen labern würden, dann würde man vielleicht auch uns beide verstehen. No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do, exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talking to American women. I guess.
Ich war das nicht, das Blut da an meiner Motorhaube klebt nur so. Weil es Spaß macht, Blut kleben zu haben. Bitten durch die Mitte! Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Hat auf jeden Fall eben gerade nicht gut geklappt, wo ich da mitten durchfahren wollte. Aber nun ja. Klappt ja einiges hier nicht gut.